In diesem Video habe ich schon mal erzählt, dass YouTube Shorts aktuell vermutlich die beste Chance sind, mit einem kleinen YouTube-Kanal schnell zu wachsen. Und daraufhin habe ich ganz viele Fragen von euch bekommen. Und auf die möchte ich heute in diesem Video mal eingehen. Wir werden uns anschauen, was ist aktuell die beste Strategie, welche Formate funktionieren in Shorts, was sind häufige Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wie schaffst du es, dass sich Leute nach den Shorts auch die langen Videos von dir anschauen, wie häufig solltest du Shorts veröffentlichen, weitere Tipps und Tricks zu Shorts und auch eine Sache, die ich häufig gehört habe, ob Shorts die Plattform YouTube ruinieren. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wie jeden Montag beantworte ich unter dem Hashtag Wie geht YouTube eure Fragen, die ihr in den Kommentaren gestellt habt. Und heute will ich direkt mehrere Fragen versuchen in diesem Video aufzunehmen. Aber fangen wir mal von vorne an bei den Fehlern. Was solltest du auf jeden Fall nicht machen, bevor wir dahin gehen, was du machen solltest? Tatsächlich sehe ich das ganz häufig, dass Leute Shorts eigentlich ein bisschen falsch verstanden haben. Das Medium nicht so wirklich verstanden haben, wie das auf YouTube funktioniert. Und das führt dazu, dass man die falschen Dinge auf Shorts veröffentlicht. Was du zum Beispiel nicht auf Shorts veröffentlichen solltest, sind Trailer für deine Videos. Irgendwie ein bisschen vorher, bevor dein Video online geht, einen kleinen Auszug als Trailer veröffentlichen. Das bringt normalerweise quasi gar nichts. Oder was auch nicht sinnvoll ist, ist die YouTube Shorts quasi als Art Community Tab zu verstehen, wo du so ein bisschen behind the scenes was für deine Zuschauer veröffentlichst. Auch das wird über die Shorts nicht funktionieren und sollte eben besser im Community Tab veröffentlicht werden. Auch sehe ich bei kleineren Kanälen häufig, dass die Shorts veröffentlichen zu Ankündigungen. Hey, das kommt jetzt bei mir oder hey, guckt euch da mal das an oder das ist gerade irgendwie aktuell unsere Promotion-Aktion oder sowas bei Firmen. Das sind alles Sachen, die funktionieren in Shorts nicht. Und was ich auch regelmäßig sehe bei Shorts, ist, dass man irgendwie andere Kanäle nimmt und die Sachen einfach nur remixt und keinen eigenen Content hochlädt. Das ist nochmal ein anderes Problem. Gucken wir uns erstmal die ersten drei Probleme an. Die liegen nämlich an einer fundamentalen Sache und das ist, dass Shorts falsch verstanden werden. Shorts sind nicht für deine Community da. Mit Shorts kannst du deine Community nicht gut erreichen. Benutz dafür den Community-Tab. Zum Community-Tab habe ich hier schon mal mehr erzählt. Nee, mit Shorts kannst du schaffen, neue Zuschauer zu erreichen. Und das ist auch das, was hauptsächlich über Shorts passieren wird. Wenn man sich die Analytics von Shorts anguckt, dann sieht man meistens, dass ungefähr 95% oder so der Zuschauer über den Shorts-Feed kamen. Das heißt, in der YouTube-App am Handy die Shorts geöffnet haben und dann über die Shorts gewischt haben und dann kam dein Short. Das sind zum großen Teil Leute, die dich noch nicht kennen. Und so müssen wir auch Shorts denken. Wenn wir Inhalte, die eigentlich nur für unsere Community interessant sind, veröffentlichen, dann werden diese in Shorts nicht ankommen für Leute, die uns noch nie gesehen haben. Stattdessen sollten wir eben genau solche Inhalte veröffentlichen. Inhalte, die spannend sind für Leute, die uns noch nicht gesehen haben, damit die uns kennenlernen. Und um uns da zu überlegen, was funktioniert denn in Shorts, müssen wir uns die Frage stellen, warum sind Leute in Shorts? Warum guckt man sich Shorts an? Falls du regelmäßig Shorts guckst, stell dir mal die Frage, in welchen Situationen guckst du Shorts? Warum guckst du Shorts? Du wirst wahrscheinlich darauf kommen, dass du das häufig aus Langeweile machst, weil du einfach irgendwie was zu tun haben willst oder sowas. Leute machen das zum Großteil aus Unterhaltungsgründen. Du gehst nicht in den Shorts-Shelf, um was Bestimmtes zu lernen, weil dann suchst du das zum Beispiel in der YouTube-Suche. Das macht man nicht mit Shorts. Und das ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Was sind Shorts quasi in diesem YouTube-Ökosystem und wofür benutzen Leute diesen Shorts-Shelf? Also, was funktioniert gut in Shorts? Visuelle Inhalte, leicht verdaubare Inhalte, Unterhaltung. Und falls du einen Kanal hast, wo du keine Unterhaltung machst, dann musst du dich entweder fragen, sind Shorts das Richtige für mich oder wie kann ich Shorts so einsetzen, dass ich meine Inhalte unterhaltend rüberbringen kann. Also wenn du zum Beispiel Videos machst, wo du How-To-Videos machst, wo du Anleitungen machst, wo du Tutorials machst, dann kannst du vielleicht ein bisschen in Richtung Edutainment gehen. Was ich auch häufig gesehen habe, was gut funktioniert in so einem Bereich, ist sowas wie könnte man ja mal gebrauchen Anleitungen, wo man sich die Anleitung nicht anguckt, weil man gerade dringend diese Anleitung braucht, sondern weil sie so breit ist und weil das für ein Ding ist, wo man sagt, ja, das habe ich auch schon mal gesehen oder ja, das könnte für mich interessant sein. Und das sind dann auch Sachen, die je nachdem gut funktionieren können für solche Formate, die eigentlich nicht im Bereich von Unterhaltung sind. Wenn du jetzt also Shorts-Videos drehst und hochlädst, worauf solltest du achten, um sicherzustellen, dass diese auch angeschaut werden? Naja, zunächst einmal, worauf solltest du nicht achten? Zwei Dinge sind vollkommen irrelevant, genauso wie bei langen Videos, Kommentare und Likes. Das sind Sachen, die ich immer wieder sehe, dass Leute sagen, schreibt mir irgendwie Kommentare, das und das, like das Video und sowas. Das sind Call-to-Actions, die sind eigentlich ziemlich verschwendet. Call-to-Actions sind nochmal ein ganz anderer Fehler in Shorts, aber auch grundsätzlich brauchst du es nicht schaffen, dass möglichst viele Leute deine Shorts liken. Das geht zwar auch bei Shorts, aber es ist ziemlich egal. Auch Kommentare sind ziemlich egal. Was eigentlich die einzig wichtige Sache bei Shorts ist, ist, wie lange schauen sich die Leute dein Video an?
weil wir haben nicht wie bei langen Videos diese Klickraten. Also die Leute klicken erstmal auf dein Video drauf, wenn sie irgendwo einen Titel im Thumbnail gesehen haben. Das passiert ja gar nicht bei Shorts. Die Leute wischen hoch und dann ist da dein Short und dann muss das interessant sein. Und das, was den YouTube-Algorithmus interessiert, ist, wie lange gucken sich die Leute das an und gucken sie sich das auch mehrfach an. Da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier an der Stelle relevanter? Eine möglichst lange Zuschauerbindung in Prozent, also 100% angeschaut, oder ist es wichtiger, dass die Leute sich das möglichst lange angeguckt haben? Beides irgendwie. Eigentlich musst du es schaffen, eine möglichst lange Zuschauerbindung auf möglichst langen Videos hinzubekommen, wenn man so will. Im Endeffekt musst du dich fragen, wo schaffe ich es, dass die Leute sich wirklich das komplette Video angucken? Weil bei Shorts, im Gegensatz zu langen Videos, ist es wirklich ziemlich wichtig, dass die Leute sich das Video möglichst lang angucken. Du möchtest es eigentlich, dass die meisten Leute sich das Video komplett oder am besten mehrfach anschauen. Wenn das der Fall ist, dann kannst du ein Video auch eine Minute lang machen, wenn das klappt bei dem Video. Aber häufig sehe ich, dass das eher so in der Größenordnung von 20 bis 30 Sekunden ist. Das kommt aber sehr stark auf dein Format an. Das heißt, schau einfach vielleicht auch mal andere Leute in deinem Bereich an, was die machen, oder überleg dir einfach, wie lange würdest du dir ein bestimmtes Video angucken. Und da schau dir deine Videos an und denk wirklich auch darüber nach, wann verlierst du vielleicht auch die Aufmerksamkeit? Und dann musst du da an der Stelle irgendwie kürzen. Dann ist das an der Stelle zu lang für Shorts. Ja, und wie schafft man es dann auch wirklich, eine lange Zuschauerbindung von 100% oder mehr hinzubekommen? Der erste größte Fehler, den da viele Leute machen, ist keine Schnitte. Du solltest in Shorts regelmäßig neue Bilder liefern. Shorts sind ein viel visuelleres Medium noch als lange YouTube-Videos, die sich auch viel angehört werden. Bei Shorts geht es hauptsächlich darum, was man sieht. Und wenn du da nicht irgendwie alle 3 bis 4 Sekunden einen Schnitt einbaust, dann werden deine Shorts, ja, relativ schnell ausgeschaltet oder eben weitergewischt in vielen Fällen. Das heißt, füge Text in deinen Shorts hinzu, füge Emojis hinzu, schneide zwischen verschiedenen Szenen, füge Musik ein und Soundeffekte, spiel vielleicht auch mit Geschwindigkeiten, mit Zeitraffer und Zeitlupe. Egal, es geht hier nicht so stark um die Inhalte tatsächlich häufig. Du kannst noch so gute Inhalte haben. Wenn der Aufbau und die Aufmachung nicht gut ist, dann wird das in Shorts wahrscheinlich nicht funktionieren. Und der zweite Fehler, den ich oft sehe, der hängt mit dem ersten zusammen, das ist, dass das nicht sofort klappt. Fehler Nummer 2, deine Einleitung von den Shorts ist zu langweilig. Es ist ja wirklich so, die Leute swipen hoch und gucken sich dein Short für 2 bis 3 Sekunden an. Und wenn das dann nicht interessant ist, dann wird sofort weiter geswiped. Und wenn dein erstes Bild eigentlich, du kannst eigentlich so das erste Bild von deinem Short quasi als Art Thumbnail vom Short denken. Dieses Bild muss den Zuschauer sofort überzeugen, dein Short sich länger anzugucken. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird dein Short auch nicht länger angeguckt. Das heißt, mach das, was wir gerade besprochen haben, sehr visuell zu arbeiten, mit Text zu arbeiten, mit Bildern zu arbeiten und so weiter. Mach das von Anfang an und schau, dass du wirklich die Message, warum dein Short interessant ist, sofort von Anfang an aufbaust. Das heißt, mach den Anfang von deinem Short so knackig wie möglich. Um Gottes Willen kein klassischer YouTube-Aufbau, wo man irgendwo noch ein Intro drin hat oder sowas, sondern so kurz wie möglich direkt in die Sache rein und es schaffen, sofort die Aufmerksamkeit zu bekommen, sofort in den Content rein. Die dritte Stelle im Short, an denen viele Leute Fehler machen, ist das Ende von den Shorts. Da sieht man häufig, dass man, wenn man so einen Zuschauerbindungsgrafen hat, dass der am Ende stark abfällt. Das ist bei einem normalen YouTube-Video komplett normal. Aber bei Shorts wollen wir ja, dass die Leute sich die häufiger angucken und nicht nur einmal. Und wenn man dann sieht, am Ende springen kurz bevor das Video zu Ende ist, sehr viele Leute ab, dann weiß man, die Leute haben am Ende gemerkt, dass das Video zu Ende war und fanden, wir hatten keinen Grund, das weiter zu gucken. Dann ist das Short meistens ein bisschen zu lang am Ende. Was du auf keine Fälle machen solltest, ist am Ende so Sachen wie Call to Actions oder sowas. Auch sowas habe ich schon in Shorts gesehen, dass Leute sagen am Ende, abonniere meinen Kanal oder sowas. Das hat in Shorts wenig zu suchen. In Shorts geht es wirklich darum, dass du es schaffst, dass die Leute sich deinen Short mehrfach anschauen, weil wenn du das nicht hinbekommst, dann wird dein Short auch nicht weiter ausgespielt und dann bringt dir das wenig, wenn die paar Leute, die es gesehen haben, deinen Kanal abonnieren. Aber wie schafft man es dann, wenn man keinen solchen Call to Action macht, die Leute auf seine langen Videos zu bekommen? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich von euch mehrfach gestellt bekommen habe. Die erste Möglichkeit ist, Shorts aus langen Videos zu erstellen. Das habe ich hier schon mal erklärt, wie das geht. Meistens funktionieren diese nicht so gut als Shorts. Deshalb muss man die am besten schon von Anfang an in dem Short als Short denken. Dann können sie auch in dem langen Video, also dann können sie auch als Short funktionieren. Und da hat man immer die Möglichkeit, oder wenn man sie eben so erstellt, wie ich es in dem Video erklärt habe, hat man immer auch den Link dazu, zu dem langen Video, sodass die Zuschauer immer die Möglichkeit haben, auf das lange Video zu klicken. Eine weitere Möglichkeit, die Leute in lange Videos zu bekommen, ist ein Kommentar oben anzupinnen in dem Short, wo ein Link von einem langen Video von dir drin ist. Das heißt, alle Leute, die in die Kommentare gucken,
können dann eventuell eben auch auf ein weiteres Video von dir klicken. Damit schafft man es meistens ein paar Prozent der Leute auf seine langen Videos zu bekommen. Und was natürlich auch, was du auch machen kannst, ist quasi dem Algorithmus zu vertrauen. Weil YouTube hat mittlerweile die Tore so weit geöffnet, dass wenn Leute sich regelmäßig Shorts von dir angeguckt haben, die auch lange Videos von dir empfohlen bekommen. Oder wenn Leute in Shorts abonnieren, dass sie dann auch lange Videos von dir empfohlen bekommen. Das heißt, wenn du es schaffst, dass viele Leute deine Shorts sehen, wirst du wahrscheinlich, werden da wahrscheinlich auch deine langen Videos drunter davon profitieren. Das funktioniert noch nicht so super gut. YouTube rollt aber mehr und mehr auf, sodass es auch in Zukunft immer besser funktionieren wird. Eine weitere Frage, die sich manche von euch stellen, ist, ob man einen eigenen Shorts-Kanal öffnen sollte. Und historisch hätte ich gesagt, ja, das war mal sinnvoll. Mittlerweile muss ich eindeutig sagen, nein, ich würde keinen extra Kanal eröffnen. Macht das auf einem Kanal. Ihr habt das jetzt getrennt auf dem Kanal selber. Der Content ist, arbeitet wirklich auch zusammen, sodass das sinnvoll ist, sodass er sich gegenseitig hilft, sodass es eigentlich nur sinnvoll ist, deinen Shorts-Content auf dem gleichen Kanal wie den langen Content zu veröffentlichen, sodass eben auch dieser Effekt, von dem ich eben sprach, passiert, dass deine langen Videos von den Shorts profitieren. Dann wurde ich auch gefragt, wie viele Shorts man hochladen soll, wie regelmäßig, wie viele Shorts am Tag war tatsächlich die Frage. Und da kann ich sagen, eigentlich so viele, wie du magst. Bei Shorts ist es viel weniger so. Wir haben es ja eben schon gesagt, 95% der Aufrufe kommen über den Shorts-Shelf. Das heißt, der Prozentsatz an Abonnenten, die deine Shorts klicken, wird sehr, sehr gering sein oder wenn überhaupt vorhanden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du wie bei langen Videos überlegen musst, wie viele Videos veröffentliche ich auch für meine regelmäßigen Zuschauer und sowas. Bei Shorts vollkommen egal. Es geht um neue Zuschauer, es geht darum, die anzuziehen und dementsprechend kannst du 5 Shorts am Tag hochladen, wenn du lustig bist. Das ist nicht dramatisch für irgendwelche anderen Faktoren, sondern es geht ja wirklich darum, auch gerade bei Shorts, viel ausprobieren. Lade mal einen Short am Tag hoch und guck, was passiert. Finde ein Format, wo du auch sehr viel, sehr regelmäßig hochladen kannst. Wenn du ein Shorts-Format findest, was funktioniert und was du sehr einfach produzieren kannst, dann hast du eigentlich genau das gefunden, was du willst. Weil mit Shorts kannst du dann viel hochladen, ausprobieren, was funktioniert, daraus viel lernen und einfach die neue Möglichkeiten bauen, gefunden zu werden. Gleichzeitig ist es bei Shorts aber auch überhaupt nicht relevant, regelmäßig hochzuladen, so wie das bei anderem Content ist. Das heißt, mach das bei Shorts ruhig so, wie es dir irgendwie sinnvoll vorkommt. Da musst du gar keine wirklichen Regeln in Anführungsstrichen einhalten. Sprechen wir noch ein bisschen über technische Voraussetzungen. Wie kannst du schaffen, dass deine Shorts auch wirklich sicher als Shorts von YouTube erkannt werden? Na gut, 2 Voraussetzungen müssen Shorts immer haben. Einmal, sie sollten hochkant sein, am besten 9:16. Und zweitens, sie müssen kürzer als 60 Sekunden sein. Tatsächlich, wenn ein Short 1 Minute und 1 Sekunde ist, ist es kein Short mehr. Du hast wirklich maximal 60 Sekunden. Es muss unter 1 Minute Länge sein. Und dann sollte es eigentlich ein Short werden. Und dann siehst du manchmal, dass Leute Hashtag Shorts ans Ende vom Titel schreiben. Auch das wurde ich gefragt, ob das sinnvoll ist. Naja, es schadet in keinem Fall. Das kannst du immer machen. Wenn du ein Short über die YouTube Shorts Funktion, die Kamera auf deinem Handy hochlädst, dann sollte das Short auch in jedem Fall als Short erkannt werden und es ist nicht irgendwie nötig, noch Hashtag Shorts dahinter zu schreiben. Wenn du es manuell hochlädst, irgendwie am Computer geschnitten hast, da hochlädst, dann würde ich das einfach noch dahinter schreiben, weil Schaden tut es in keinem Fall. Naja, und eigentlich einer der Kommentare, die ich am häufigsten gelesen habe, ist sowas wie: Ich gucke mir nie Shorts an. Ich deabonniere alle Kanäle, die Shorts hochladen. Shorts werden YouTube ruinieren. Finde ich jetzt persönlich eine etwas drastische Maßnahme, sämtliche Kanäle zu deabonnieren, selbst wenn man deren anderen Content mag, nur weil die Shorts hochladen. Macht natürlich, was ihr wollt, aber ihr müsst euch die Shorts ja nicht angucken. Und vielleicht mal meine Meinung zu Shorts im YouTube-Ökosystem. Ich habe immer so das Gefühl, das größte Problem, was Leute mit Shorts haben, ist, dass die Aufmerksamkeitsspannen von Leuten noch weiter verkürzen, dass sie dazu führen, dass Leute eigentlich nur noch Shorts gucken, keine langen Videos mehr angucken werden und das eigentlich quasi die Menschheit verblödet. Ich glaube, dass das also Shorts gar nicht diesen Effekt haben, sondern dass Shorts eigentlich von diesem Effekt, dass die Aufmerksamkeitsspannen kürzer werden, eigentlich nur das Resultat sind. Und wenn wir uns YouTube angucken als Plattform, dann werden Shorts nicht die Plattform übernehmen. Auf keine Fälle. YouTube will selber, dass alle unterschiedlichen Contentformen funktionieren. Und wenn du dich jetzt entscheidest, Shorts sind nichts für meinen Kanal, dann wird dein Kanal nicht dadurch irgendwie schrumpfen, weil alle Leute zu Shorts abwandern. Da musst du dir keine Sorgen machen. Auch wenn du gerade im Wachstum bist und sagst, mein Kanal wächst nicht so richtig, dann sind Shorts eine super Chance, eine super Möglichkeit gerade, aber du musst sie nicht nutzen. Es wird auch irgendwann nochmal eine neue Möglichkeit kommen, wie man über eine andere Möglichkeit wachsen kann. Es ist einfach nur aktuell eine super Chance, gerade wenn du jüngere Zielgruppen ansprechen möchtest, gerade wenn du im Unterhaltungsbereich bist sowieso, dann
ist das, und du sollst ja auch keinen Kanal nur mit Shorts machen. Ich würde nie einen Kanal nur mit Shorts eigentlich starten, sondern es ist fast in allen Fällen sinnvoll, lange Videos und Shorts zu kombinieren. Und auch Leute, die mit Shorts anfangen, machen irgendwann häufig lange Videos, weil nur diese Kombination ist eigentlich das, was auch auf YouTube so spannend ist. Weil sonst kannst du einen reinen TikTok-Kanal zum Beispiel machen, wo du nur eben Shorts quasi hast, nur halt TikToks. Aber auf YouTube ist ja das Schöne, dass du diese beiden Medien kombinieren kannst, dass du schaffen kannst, sowohl über Shorts neue Zuschauer anzusprechen, und zwar relativ viele, und gleichzeitig es schaffen kannst, dass diese Leute sich auch lange Videos von dir angucken, dass eben nicht nur bei diesen Shorts bleibt, weil die Shorts, auch ich würde mir kein Tutorial-Video in einem Short angucken, das ist einfach nicht das richtige Format. Auch ich gucke mir viel mehr lange YouTube-Videos als Shorts an, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja wirklich darum, dass beide für sich legitime Form von Videos sind und du einfach für dich rausfinden musst, wie du sie kombinieren möchtest, um deinen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen. Falls du weitere Inhalte zu Shorts sehen möchtest, ich habe schon ganz viele Videos zu Shorts veröffentlicht, klick einfach mal auf diese Playlist, da habe ich dir alles zusammengestellt, was du über Shorts wissen solltest, und ich hoffe, dass ich deine Fragen in diesem Video beantworten konnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.